Hey Leute, ich bin's STK von Schalk den Kumpel und wir sind zurück zu Let's Play Super Mario 3D World. Vielleicht höre ich mich heute ein bisschen verschnupft an, das bin ich auch, sorry. Aber ich hab Bock. Und wir machen jetzt weiter, ich glaube, dieses Level. Ja, Level 6-4. Was erwartet uns? Flussfahrt im Dschungel. Oh! Ich finde auch die Dschungelmusik sehr nice, das kann ich gleich mal so sagen. Wow. Also man baut zum ersten Mal in einem Konsolenspiel so eine Flussfahrt ein. Hat man eigentlich, glaube ich, noch nie gemacht. Wow. Holfahrt. Ja, da brauche ich noch Katzen. Ah, ich weiß schon. Moment, ich mache das jetzt absichtlich. Das zählt nicht als tot, das war Absicht. Weil ich eine Vermutung habe. Moment. Na, jetzt bin ich groß. Ja, und jetzt kriegen wir die Katzenglocke. Was sag ich? Ha! One hit. Okay, jetzt heißt es warten. Ja, und genau das. Und da unbedingt was sein. Das kann ich mir nicht erzählen. Aha. Was ist da denn hier? Ist das Secret Exit? Weil es sieht so mega riesig aus. Wo. Ah, du Sack. Nochmal. Hey, ist das einfach nur eine Abkürzung oder? Keine Ahnung. Nee, Stempel Power. Aber ich wette, wir haben tausende von... Ja, und jetzt bräuchte ich natürlich... Achso, jetzt ist eh schon da. Stempel Power, aber wir haben sicher einen Stern unten vergessen, das ist klar. Da war doch gerade was. Super, eine Münze. Tja, schauen wir halt mal. Die Katze ist leider weg. Uff. Okay, sehr gut, wir kriegen die Katzenglocke wieder geschenkt. Oh, das war jetzt aber auch mit sehr viel Glück. Oh, so, chill. Die sind böse, weil die schätzt man immer. Okay, da ist nichts. Schade, da ist leider nichts. Und jetzt kommen natürlich die, also die sind natürlich ein Muss in jedem Mario. Wow. Super, das hat überhaupt nicht gebracht. Go away. So. Bringt das irgendwas, wenn ich euch da kille? Ne, irgendwie voll nicht, oder? Schade. Oh, jetzt geht's bergab. Jetzt geht's voll ab. Ich hoffe, man hört mich gut. Und wegen der Stimme halt... Sorry, aber da kann ich nicht viel ändern. Aber ich hoffe, ich bin nicht zu leise deswegen. Wer weiß. Warte. Ne, ich komme das nichts mehr. Oh, super. Stempel und gar nichts. Sonst, ja. Why not? Aber... Hihi. Ah, ich sehe schon, wie es gemacht hätte sollen. Ja, genau so war es gedacht. Und so haben wir es gemacht. Okay, Leute. Das Level machen wir doch schon nochmal, würde ich sagen. Weil hier haben wir ja überhaupt keinen Stern gefunden. Und auch den Stempel. Das ist ein schlafender Tod... Katzentod, würde ich mal sagen. Ich glaube, man nennt ihn so. Bam. Okay. Alle Wegen führen zum neuen Bossgegner, aber jetzt noch nicht. Ja, jetzt nochmal rein und die Sterne holen. Die sind sicher alle unten irgendwo. Kann ich mir jetzt nur vorstellen. Der erste ist sicher unten, weil oben waren wir ja und da war nichts. Das heißt ja jetzt, wir könnten uns schon wieder eine Katzenglocke abholen. Passt. Bam. Boah, ich bin echt verschnupft heute. Ich habe keine Ahnung sogar wieso. Also das ist ja das Witzige dahinter. Bin heute aufgewacht. Hab mir gedacht, what the fuck? Warum bin ich denn erkältet? Aber naja, was soll man tun? Ja, da oben waren wir ja. Go away, go away. Hier, nee, da ist nichts. Moment.
kann ich da durch, ohne dass es mich zerquetscht, oder geht das nicht? Nee, das geht nicht. Waren wir da? Ach so, da. Seite, Seite, Seite. Oh, das geht noch. Oh, Glück gehabt. Item für Item getauscht. Aber da waren wir nicht, das stimmt. Hier hat sich auch wieder gar nichts gebracht. Oh. Oh. Na, scheiße, ich wollte noch so einen Sprungattacke machen. Und natürlich musste Tod genau da das Item verlieren. Ach, Tod. Also hier kann man sich dann doch nicht so viel Zeit lassen, hier unten. Ich war zuerst irritiert, ich dachte, wir sind wieder da, wo wir vorher waren. Sieht aber nur ein bisschen anders aus. Aber die Musik ist schön, die gefällt mir. Ist irgendwie so crazy. So. Jumpen. So, und jetzt einfach mal versuchen. Ja, okay. Fuck. Da kommt jetzt aber schon auf den Floß, oder? Das weiß ich. Das Floß, das ich, ja. Ich wollte schon sagen. Ja, aber irgendwie. Ich wollte schon sagen, da kommt nichts. Ich habe das Gefühl, ich werde sterben, wenn ich das tue. Oh, da muss man im richtigen Moment. Oh, nice. Damit hatte ich auch nicht gerechnet. Ja, das ist eine nice Idee von Nintendo. Mal nachdenken, bevor man in die Röhre reingeht. Why not? Durch die unsichtbaren Röhren kann man das ja natürlich timen. Das ist ja wahr. Also da überlegen sie sich wirklich neue, innovative Ideen. Also da strotzt das Spiel eh total. War total viele innovative Ideen eingebaut. So. Und auch neue Musik, alles ist relativ neu, die Spiele und die Grafik, ja, ist einfach wow. Dafür wird das Spiel ja nur in 720p hergegeben, aber von der Wii U in 180p hochgescaled, das heißt, eigentlich geht das und das wusste ich bis dato nicht, deswegen habe ich ja auch nie, nie in HD aufgenommen, nur in HD aufgenommen, nicht nie, sondern nur, und jetzt nehme ich immer in 1080p auf und werde es auch so immer hochladen. Also ich hoffe, es gefällt euch, ja, auf 1080p ab jetzt. Zumindest auf der Wii U, ich weiß nicht. Bei den PS3 Spielen, wie es da läuft, da muss ich gucken. So, jetzt erstmal warten. Wie lange kann man eigentlich warten? Okay, ja. Was war das? Was? Der ist einfach... Ja, nee, kein Kommentar zu diesem Fall. Das ist der erste Fail, wo ich sage, da bin ich nicht schuld. Weil das war ja lächerlich, er läuft gegen die Röhre, so lange bis er runterfällt. Also, ja, reingehen tot, weißt du, Röhren sind zum Reingehen da. Also dieses Kratzen von der Katze ist schon sehr overpowered, das muss ich schon sagen. Das Item ist ja generell, aber das ist immer so bei Nintendo. Die neuen Items sind mal mega overpowered. Bam, Double Kill. Das spricht für sich, oder? Ja, jetzt brauche ich es so oder so. Okay. Item gegen Item getauscht. Na komm. Komm, Floß. Danke. Ja. So, schauen wir mal, ob sie jetzt vielleicht die Röhre mich reinlassen will. Mal gucken. Warten. Jetzt. Ja, geht doch. Was war das Problem vorher? I don't understand. So, jetzt sind wir, glaube ich, da, wo wir vorher waren. Ja. Gut, das heißt, die vorigen haben wir einfach nicht gesehen. Und wieso? I don't know. Wie war das? Das ist jetzt das... Ja, okay, ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt kein Floß mehr kriege, das wäre kacke. Auch schön hier so mit der Beleuchtung, die so ein bisschen ein Waldgefühl gibt. Ach komm, geh weg. Ah, jetzt hab ich's gesehen, jetzt hab's gesehen. Oh damn it! Er ist jetzt aufgefallen.
Scheiß drauf! Okay, da war der zweite. Einfach ein bisschen Pech gehabt beim Schauen. Bam. So, warten auf Daten. Okay, noch ein Stern, dann hätten wir alles. Der zweite ist ein bisschen fies, weil man erst nachher raufgeht. Meistens halt. Außer man traut sich den Hardcore-Way, wenn man das dann macht. Dann muss man erstmal wieder nach hinten gehen. Way, bam. Auch das sehr nice gemacht. So, wo? Ich bin jetzt mal ganz ungut. Nee. Komm ich nicht. Oh! Nee, oder da brauche ich jetzt die Katze. Eis. Okay, ihr habt den Stern gesehen, den kann ich wieder offscreen machen. Also, wenn das mal nicht ein bös versteckter Stern ist, dann weiß ich auch nicht, also richtig asozial. Bam. Okay, also den mache ich dann offscreen, weil den habt ihr ja gesehen. Aber richtig asozial. Dim, dim, dim. Ich finde schade, dass immer nur ein Level bis jetzt gibt, das zur Welt passt. Ich bin schon dafür, dass es so unterschiedliche Arten gibt von Level, so wie in 3D-Land. Aber ein paar sollten schon zur Welt passen. Und jetzt. Ein Blech. Ah, den gab's doch. Der war im Trailer, oder? Wie heißt der? Der Bully-Prinz. Bully Herbig. Ja, okay, und wie bist du zu besiegen? Ah, okay, gegen dich lauf. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ich muss dich in eine Richtung drängen, wie es aussieht. Ah, ja. Wir müssen in diese Röhre drängen und zu einer Blechdose verwandeln und den Pfand einkassieren. Tabatisch! Ja. Ich finde es schön, weil es ein innovativer neuer Gegner ist, aber von der Schwierigkeit halt wieder mal Nintendo-Style. Oh. Aber ich finde ihn witzig. Er ist witzig gestaltet, das muss man schon sagen. Was ich schade finde, ist, dass es sowas nicht mehr gibt wie bei Galaxy 2. Da hat es ja das immer gegeben, dass die Gegner so in zwei Phasen... das hatte ich Glück. In zwei Phasen aufgeteilt waren. Na, fuck. Ey, warum habe ich den jetzt nicht erwischt? In zwei Phasen aufgeteilt haben, dass sie ein bisschen in Klammer böser wurden, wenn sie nur noch ein Leben hatten. Das fand ich eine geile Idee, ich verstehe nicht, wieso man das nicht gemacht hat. Das ist immer das Gleiche und das ist halt auch langweilig mit der Zeit dann. Aber aus dem Fakt, dass es ein neuer Gegner war, sage ich, I like der Gegner. Wenn der ein bisschen schwerer nur wäre. Schade, dass die Schwierigkeit so gering ausgefallen ist. Hoffentlich kommt eine Steigerung. Das sagt Dennis und das sage ich auch. Bam. So. Kommt da jetzt eine Brücke? Ja. Ein Regenbogen. Und wieder zwei Welten, wie es aussieht. Wir kriegen wieder die Auswahl. Mal gucken. Was war denn das für eine Welt jetzt eigentlich davor? Nee, 6-4 also. Okay, 6-6 ist falsch. 6-5, Winterstürme. Oh, das passt doch toll. Heute ist der 21. Ja, perfekt, Winterbeginn. Ja, was will man denn mehr? Ah, die Gegner, die können einen wegblasen und weg ist man von der Map. Also hier ist einfach nur Vorsicht geboten und ihr könnt mir sicher erzählen, dass ich hier jetzt... Ja. Ich hätte fix einen Katzensuit bekommen. Bam. Nichts. Sind die nur zur Belustigung da, die Presents? Ja. Oh, eine Münze. Ach, ihr. Ach, komm. Ihr könnt mich mal. Yay, die habe ich. Die finde ich auch so geil. Diese eislaufenden Gumbas. Bam, okay. Was heißt? Ah, I understand. Aber gar nicht so. Bisschen gefinkt, also da muss man ganz schön. Okay. Kann ich den irgendwie auch wieder loswerden? Weil er ist mir doch ein bisschen zu aggro. Okay. Warte mal. Ah, okay, ich seh's. Seht ihr, das ist dieser Gegner. Uff.
Wow, chill! Oh, jetzt bin ich tot. Ja, er hat mich erwischt. Aufpassen muss ich. Hier ist wirklich aufpassen geboten und wer das nicht macht, ja. Alles gut ist, ich glaube, wir kriegen jetzt einen Katzensud. Ich habe schon das Gefühl. Nein? Wait, what the fuck, Alter? Der kann ordentlich anblasen. Bitte, meine lieben Kinder, versteht es nicht falsch. Danke. Euer normaler Mensch. Ach komm. Also, der scheint schon sehr wichtig zu sein, der Schlittschuh, weil ohne den ist der Stempel ja eigentlich. Also zumindest so ohne Schaden zu nehmen unmöglich. So, und jetzt. So, probieren wir es doch mal, würde ich sagen. Oh, es geht eh. Oh fuck, aber nicht so. Ja, nee. Komm, geh weg. Tod, kannst du bitte. Ja, danke. Weil da ist es dann schon. Moment mal. Da war doch gerade was. Ah da, ich sag's doch, da war was. Ah, siehst du? Dann wird für alles belohnt. Mir springt man gleich mal einen kleinen Teil. Ja, also der Stempel, der ist einfach nur mal, dass man Schlittschuh fahren kann. So, was haben wir hier? Nichts. Aufpassen, aufpassen nicht. Oh mein Goodness! Kann doch gar nicht sein jetzt hier. So schwer ist es dann wirklich nicht, ich tue. So. Die Gegner sind doch ja auch wirklich nicht schwer, man muss einfach nur aufpassen, ein bisschen diszipliniert arbeiten und was ist das? Use the right moment, oder? Wow, das war auf keinen Fall the right moment. What the f- Chillt euer Leben. Oh, da war ein Block, okay. Soll mich das beunruhigen in irgendeiner Hinsicht? Vielleicht irgendwas? Nee. Es gab ja schon mal Blumenkreise, in denen was drin ist, okay. Vielleicht sehe ich ja hier irgendwas. Ah, seht da drüben ist ein Stern. Und da ist eine Rätselbox. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo ich meine Sterne finde. Ah, wie ich das geil finde mit den Schlittschuhgumbas. Also, das ist schon, das sind diese Details, die ich so an Nintendo mag. Wow. Ja, Moment. Pass, so. Pass, oh. Against the time. Eiskunstlauf mit Tod. Nein, das geht nicht auf. Oh. Also Tod, du machst es sehr eng alles, was. Geh weg. So, ach so, ich dachte, die kommen. Wow. Der Gumba wollte mal richtig angreifen. Hä? Was ist das denn jetzt? Ah, okay. Ja, ja, ja. Da von unten kommt der Wind. Ach, das ist doch mal böse. Jetzt. Na, fuck. Nee. Jetzt. Ja. Man muss so gucken, wenn. Zuerst kommt so ein kleiner Wind. Kleine Windböe. Guck mal unten. Sieh ich jetzt und jetzt heißt es dann springen und dann schafft man den Stern auch. Passt, jetzt heißt es eigentlich. Oh. Ach nee, komm. Ah ja klar, und der kann natürlich jetzt auch noch herumgehen. War ja klar so, aber. Sieht meiner Meinung nach auch wieder schlimmer aus. Und das ist, man muss aber aufpassen, wo geht der jetzt hin? Als nächstes. Oh fuck! Und dann geht das schon. So, bam. Bitte ins Ziel, danke. Ja, hat mir gefallen, eigentlich gefällt die Idee der unsichtbaren Röhren, wo. Ich dachte schon, was ist jetzt los? Aber ich weiß gar nicht, gab es diese Gegner eigentlich schon mal? Ich weiß es nicht. Also die habe ich noch nie gesehen. Vielleicht gibt es sie. Angepriesen wurden sie auf jeden Fall nicht als neue Gegner. Von dem her gehe ich aus, dass sie neu sind. Okay, wieder mal ein Level, wo wir alles auf Anhieb gehabt haben. Und wir kriegen ein Schlittschuh Mario. Nice. Passend zur Weihnachtszeit. Und was kriegen wir hier wahrscheinlich? Achso, ich dachte schon, es ist wieder so ein Stempelschenkhaus, aber das kommt da drüben eh schon, ja. Und dann wieder eine Auswahl zwischen zwei Levels, also man kriegt hier wirklich nur noch Level-Auswahl. Wir sind hier schon wieder bald beim. Okay, die Welt hat dann doch länger ausgesetzt, was ist. Ich komme! Was sagst du denn zu dieser Welt? Schön. Sturm auf die Kugel-Willi-Festung. Oh, das hört sich mal nice an. Mal gucken, ob es auch so episch wird, wie es sich anhört. Und natürlich macht das Mario. Mal einen neuen benutzen. Mal einen anderen benutzen. Okay.
Bam! Moment, da war was. Ich habe etwas gesehen und das war sehr... Ach Mano, immer wenn man denkt... Ja, mein... Sorry, Leute. Ein paar Neuigkeiten gibt es. Die alten Items, also wie der blaue, also die erste Bombe, oder der blaue Panzer, wie man ihn auch nennt, ist ja alle verschiedene Namen.